willkommen zurück zu Chorus. Und ja, unser Ziel ist jetzt erstmal die Selinak-Zukunft, wie man es ausgesprochen wird. Wir werden damit Reese ein bisschen labern. I'm sensing circle forces nearby. Na dann, let's go! Wenn die schon mal hier neben bei uns sind, dann werden wir die kurz mal eliminieren. Die haben hier nichts zu suchen. Hinter uns. Hallo! Target acquired! Wenn einmal eine Spiele tun, das ist schon geil. So, von der Steuerung her. Einfach weil ich Bock hab. Komm her! Okay, die Raketen sind so easy. Ich muss zurück. This is it! Threats eliminated. Good. Mit später bestimmt noch ganz schön heftig. Let's check it out. Okay, klar, können wir machen. Geld und. Good thing we picked it up. Interesting. Should I go there? Ja. Da hinten auch noch. What the fuck? Okay. Gut, fliegen wir auch noch mal dahin, wenn wir gerade uns mal Kit wohnen. Ne. Wir werden hier gerade zur Nebenmission geleitet. Ich finde das Spiel echt gut. Was ich vor allem auch schon außerhalb auch mal gesagt habe. Ja, das meine ich. Einfach mal so. Ja. Also, Dinger. Mega. Das Spiel ist sehr lebendig und sehr cool. Wo denn? Ja, ist okay. Wo ist denn der? Da. We'll not stop. Make them. We're done here. Nice reward after a skirmish. Ja, ich auch sagen. Aufgabe entdeckt. Schön. Was ich sagen wollte. Dass hier die Nebenmissionen auch ziemlich cool gemacht sind. Nicht nur die Hauptstory, so, die recht viel zu bieten hat, sondern auch die Nebenquests sind teilweise wirklich lange, wo man einige Sachen nachbekommt, noch weitere Nebenquests sich darauf herausstellen, wo man da auch mal eine halbe Stunde, Stunde dran sitzt, einfach mal. Und das ist halt echt in wenigen Spielen, finde ich so. Das ist meistens immer nur so, ja, geh mal kurz dahin, mach das und das und fertig. So Mini-Dinger. Und selten halt so ultra lange Quests. Auch auf dem Weg jetzt zu der Hauptstory bekommen wir noch ein, zwei Nebenstories, werden automatisch so ein bisschen heimlich so dahin geleitet zu den Nebenmissionen. Dass man die auch macht, so, ach guck mal, hier, da ist irgendwas in der Nähe, spüre ich was, lass mal hinfliegen. Oder bekommt einfach so Events wie jetzt gerade, das ist echt gut gemacht, finde ich. Das können nicht viele Spiele. Oder viele Spiele richtig gut. Sagen wir es mal so. Das ist, ja, nicht sehr verständlich. Wollte einfach gerade mal sagen, echt geil gemacht. Aber jetzt zur Hauptstory. Hallo. Approaching Selinak Haven. Rhee, are you there? Not exactly. But I'm sending you coordinates. Macht das. This ship shows a fake enclave ID. It is a circle ship. A trap. No, I trust Rhee. Wer ist jetzt schon da? It's Nara. Rhee sent me. It's you. And that ship. So the rumors are true. Someone is breaking the circle from within. Not from within. You came for information. I heard that the great prophet commanded the sage to fortify the interstellar jump gate here. And fast. His failure to seize the enclave weighs on the sage's reputation. That's good. And I know how to push him further. Delay his operation even more. All right, I'll check those coordinates. Just make them bleed.
They deserve it. Ja. I will. Nora out. Rhee, I met your spy. Alright. You must keep a low profile. Focus on precise strikes. That won't be traced back to you. Exactly. We need more intel and time to prepare. Do not approach the construction site they built around the jump gate. Not yet. Nora out. Möchte ich das doch machen? Komisch, she doesn't know anything about you. And yet she counts on you. Ja, was hat sie für eine Wahl? So eine Zeit. We're both enclave now. She doesn't need to know everything about my past. She can trust who I am now. Ja, das ist korrekt. That sounds familiar. I know you don't trust me, but I trust you. Or try to. Okay, wir haben neue Koordinaten bekommen. Erstmal, wir haben jetzt die Sache bekommen, die ich eh schon kannte. Ne, wait. Zirkelpatrouille, das sind sie gar nicht. Den kennen wir schon, oder war noch keine Hauptmission? Da sind anscheinend auch gerade Leute. Und die, da war ich so oder so hin. Dann war das erstmal das machen, was jetzt hier. Was wir vorher noch nicht gesehen haben. Die Patrouille. Oh ja, da ist was. Halt, stopp. Mal kurz scannen, lohnt sich. Ne? Also, wir wollen ja auch Sachen mitnehmen. Was wir jetzt noch brauchen. Ein bisschen Sachen einsammeln, schade. Ja, ich muss ja nicht immer durchgehend Action hier haben. Weil natürlich Sinn des Spiels ist. Aber mal kurz bei ein paar Sachen einsammeln lohnt sich. Und einfach Upgrades, damit es einfacher wird. Oder nicht zu schwer, wie man es nehmen will. Was macht denn das Ding, was wir da gerade eingesammelt haben? Darf ich das mal bitte wissen? Ja, das da. Alle Waffen verursachen gegen feindliche Schiffe für 60% mehr Schaden. Ist geil, aber der Rest hat gerade so ziemlich perfekt, finde ich. Deswegen nein. Was haben wir noch so in der Umgebung? Das da unten? Das ist nämlich. Oh, eine Erinnerung ist immer schön. I can't believe it. Everyone. Najara. It's gone. Snap out of it, Cashew. Get us out of here right now. Freya, take it easy. It's okay, Donna. She's right. I need to focus and find a way out. Maybe that way? Careful. Okay. Kein Kommentar von Nora dazu? Meinetwegen. Auf Patrouille, lass die mal ein bisschen stören. Sagen wir es mal so. Das ist eigentlich klar, wenn der Anführer von den undurchdringliche Barriere, unanfällige Schubdüsen, unschüsse Schwachstellen. Okay. And its destruction will be a severe blow to the cult's firepower. Its shields are up. There's no way inside. To its core. Remember how we used to cripple our big targets first, Nara? Right. Targeting all thrusters. Dachte ich mir schon. Bisschen näher ran, das war auch. Dann können die es drauf da. Death is inevitable. Hat er da ganz schön das Schiff. Viel Brot dafür. Deswegen kommen wir da easy gehen durch. Too close. Ja, ich merk's gerade. Ich werde mal weiter fliegen. Oh, hat viel Schutt. Die Waffen, holy shit. Yes. Da kommen wir noch nicht ran, oben rum. Make them bleed. Nice. Ich wollte, dass er noch eine Schubdüse nicht zerstören soll. Huch. Shut them up. Wo hat denn da noch Schubdüsen? Ah, unten. Ich glaube, Raketen sind da besser. Also, was? Thrusters, easy target. Now we can hit it where it's most vulnerable. Hit wahrscheinlich, ne? Vorhin mit dem kleinen Schiff auch schon gemacht. Full impact. My right and the senses will guide me to its weaknesses. Ah, okay, jetzt noch Terrors drin.
deren Energiesystem. Da kommen wir ja aktuell nicht rein, oder? Ah, hier. Okay, ich kapier's. Woanders? Wir können die Leute auch ranschießen? Können wir. Evasive measures. Das klappt nicht, warte. Verdammt. Mal stehen, dann bekommen wir mega auf den Sack genommen. Egal. Their core is breaching. They could destroy us. Ja, eben daran halt auch kopiert. Gut, dass wir jetzt das Tutorial bekommen. Wunderbar. Ja. A ship like that could crush our malicious fleet before we can bring it down. Ja, das stimmt wohl. And there will be more phantoms soon. I traced its route back to the Najara Citadel. Are there more patrols around this interstellar jump gate? Only smaller vessels. I found detailed patrol routes in their logs. Nice. Send them to Ree. It will help to plan our strike on them. Affirmative. The time has almost come for many more deaths. Eine Sache. Wir haben jetzt gerade gegen so ein Ding gekämpft, haben jetzt das Tutorial bekommen, wie das geht. Davor, die Nebenmission, hatten wir so ein Ding schon. Und naja, da wussten wir es noch nicht. Es war ja so ein ähnliches. Ich glaube, wir hätten eigentlich erst das hier machen müssen. Und dann die Nebenmission, zumindest vom Tutorial her. Also ich wusste nicht, wie es geht. Ich muss alles selbst herausfinden. Ich wusste es erklärt, aber ich wusste halt schon, weil ich es rausgefunden habe. Aber war recht der kleine Antisch, wie das funktioniert. Was haben wir da gerade bekommen schon wieder, ey? Wir haben so viele Komponenten, die wir gar nicht verwenden können, weil wir gar nicht so viel Platz haben. Das müssen wir auf jeden Fall lassen. Was haben wir gerade bekommen? Das hier. Die Ritualenergie lässt sich 50% schneller wieder auf. Weiß ich nicht, aber gefühlt bekommen wir die bisher nicht leer. Das sind dann Ding-Tipp hinter. Ach schon, wahrscheinlich kommen wir deswegen wahrscheinlich hinter einen Ging-Tipp hin. Weil wir ja keine Mission mehr haben, also keine Energie mehr haben. Wenn wir gerade da sind, würde ich hinten fliegen. Was auch immer das gerade vor uns ist. Das hier. Sinuk. Machen wir das doch einfach mal, würde ich sagen. Was soll schief gehen? We're approaching a circle listening post. The informant's data suggests it has critical intel. And there are circle forces to kill. The intel takes priority. Mal vorhin schon mal gewesen. Nothing will hold us back. Excellent. When we approach the towers, access their data cores. Then hold our position. Download initiating. Feel our wrath. Circle forces engaging. Let's kill them. I'll stay in range. Was ist die Mensch für so ein Ding? Download successful. Wunderbar. Hoffe ich doch. Ich denke jetzt. Ich würde wissen, wie weit die Range von den Dingern ist. Aber wahrscheinlich das schon ein Stückchen. Tower in range. Komm so. Eliminated. Download completed. Sehr gut, kann ich jetzt auch noch scheiße mit der Arschwarte. Was Intergalax Stargate? Was? Konnte da nicht so wirklich zuhören oder beziehungsweise es durchlesen, wenn ich hier am Kämpfen bin. Ich funktioniert so semi-mega, logischerweise. Hier noch? Letzter Schatz. Okay. Wo kommen sie da hinten? Naja, oh, fliegen wir erstmal hier, dass wir den Schreck treffen können. Die Assis. Und das bekommen. Hey, hallo. Überraschung. Ich muss nicht weit wegfliegen, die zu töten. Download complete. No.
data transfer was corrupted by nearby satellite interference. Okay. Destroying its cores will clear the signal. Machen wir es nochmal. Das ist der erste. Das zweite. Das ist ja schon durch. Da ist der nächste. Oh, wait. Eieieiei, aua. Ich dachte, gemeinsam oder so, okay. Da guckt so aus. Wo ist denn der letzte? Ach, direkt vor uns. Sehr angenehm. All cores down. We can return to the main tower. Nice, dann hoch da. We're here. Get on it. Quick. And more circle forces. Da, die haben Bock. Ja, ja, ist es, aber ich kann sie schön in der Nähe bleiben. It's done. Data restored. These are details on Citadel's construction progress. Sounds like the Sage is getting impatient. Ja, anscheinend. Re, come in. We've got the data from Sinnoh Outpost. Data link established. Receiving it now. It's a detailed construction plan for the Circle Citadel around the Big Jump Gate. We've identified multiple sectors that are still incomplete. Tough to exploit. But yes, we'll analyze these openings. But we mustn't hesitate now. We have to strike first. I know. Re out. The Sage must keep on analyzing their own weaknesses. And eliminate them all. It's what I always did. Ja, es ist nun mal so im Krieg, ne? Egal, welcher Seite man steht. So, Kütschak noch. Wollen wir auch komplett zerstören, okay. So, machen wir das. We're approaching the informant's coordinates. For a few thousand troops. A strike force ready to conquer. They must never take off. We won't let them. They spotted us. Yeah. Launch pads detected. Zerstören. Da gibt's einen. You remember how the resistance handled them back then? It's our turn now. Shook them up. Strike fast. Death spiral. Oh, noch den Abschuss dran. Wo ist denn der? Ah, ganz dringend. Strike fast. Ich muss gucken, wo die ist, die erste, weil die ist halt ätzend. Wieso, oder ist das Ding? Ist weiter oben, oder was? Oh, da kommen natürlich kein Schiff raus, wahrscheinlich. Geh schon aus. Wo ist denn die? Ja? Das ist zumindest. If they could... I must destroy those launch pads, or they will keep on coming. Ja, das ist das ist. Das ist mein Problem. Danke. Die Markierung. Make them please. Keep going. Zwei von diesen Energiebalken umzuspringen, dass wir mal einen dazu bekommen, was er machbar ist. Dann können wir doppelt springen, quasi. Danke, nehmen wir es. So viel ist hin. Ja. All bad movers eliminated. We're in the clear. Will not stop. Das ist korrekt. Was da? Eigentlich das war deutlich besser. Könnte ich das denn wehtun? Ganz easy. Go for the kill. Last turret down. Hex
eine Kiste noch irgendwo. Oder, warte mal. Ist der am Berg noch dran, ne? Die übersehen oder was? Die einfach überlebt hat. Confirmed. All weapon supply units destroyed. That should improve the Enclave Militia's chance. Yep. Their navigation data for the last day shows a 400% increase in their forces. They were ready to cleanse the entire system. Ja, aber gerade so noch verhindert. Was macht das? Mal kurz gucken. Oh, 150. Wie viel ist denn 150? Wollte ich das wissen? Da. Wir haben 900 aktuell. Ja, bei 1050. Das finde ich ganz geil. Oh, was ist jetzt los? Boah. Definitiv zu real, es wird definitiv kommen. Nara, another vision. Ja. Yes. Gleich schon. But stronger this time. And I saw more. The Inora installation in Amarok. I need to go there. Soon, I feel it. I must stop that rift. Nara, we received all your recon data. This is big. Meet us at Selenak Haven and we can talk war. Genau. Nara out. Sav sounded eager to fight. They all seem eager to fight. Even pirates are joining the militia. Gibt's Sinn, oder? The circle is starting to fail. Ah ja. The prophet's ideal of Chorus is dying away, unrealized. They will fall. We and the people of Stego will take them down, Forza. Ja, yes. Okay. And for the first time, they will face their own doctrines. Das stimmt voll. Okay. Dann zurück zur Zuflucht. Nara, we're getting everybody together. Come by. Yep. Bin schon da. To have a plan. We'll hit the Najara Citadel and take control of its jump gate. Cutting off their main access route here. That should stall their offensive. But just for a while. Even so, it will protect us, our home, our people. And we'll do exactly that. Nara? Of course. I'll meet you there. We will take Stega back. Nara, better get ready. This is gonna be a big day. Yeah. Yes. And an even bigger fight. Mhm. Ich muss in ihren Gedanken versuchen, ihre Vergangenheit so, ne? Denk mal, ihr bekommt ja öfter Flashbacks. Deswegen, die ja immer so ein bisschen ins Stocken kommt. Das ist dann hier hinten. Ganz ehrlich, das war manchmal diese Folge, Leute. Das ist was Größeres. Gefühlt tun wir damit schon die Map abschließen. Also würde ich erstmal jetzt noch die Nebenmission machen. Wir haben doch hier den Clan. Zirkelangriff, die können wir noch machen. Die haben wir alle schon gemacht, ne? Die löschen so schön gelb. Hier noch eine Patrouille. Sprungtor. Okay. Wo sind wir denn gerade da, ne? Lass mal kurz das hier erstmal machen. Oh, da waren wir doch schon, oder? Bin ich jetzt doof? Ah, die Hangarbucht. Ja, das können wir immer machen. Weil ich da vorgestern mal da hinten fliegen will und gucken will, ob da wirklich nichts mehr ist. Ich glaube, da sind noch welche. An open strike on a citadel. Yes. The circle will take notice. Ja, minimal. And the prophet. He knows, I'm sure. Good. And despite our slim chances for success, you're still committed to your promise. I am. We will fight them. I always will. Erstmal will ich kurz hier.
Okay, hier ist nichts. Okay. Wie gesagt, zum Einsatz machen wir gerade noch. Dann gehen wir mal zurück und gehen da rein. Ich weiß nicht, ob ich gerade irgendein Gespräch abgehackt habe oder sowas oder weggeschmissen habe, weil ich nicht direkt in den Hangar geflogen bin. Wir werden es gleich mal testen, wie ich nochmal zurückfliege. Schon weit rechts zu der Zitadelle, ist ein bisschen früh. Kriegt das jetzt einfach wieder um? Das andere? Kurz gucken. Warte mal. Puh, warte mal, wir haben ein paar Missionen. Was ist da denn los? Holy shit, da war ich gar nicht mehr dran. Also, wir sind gerade in der Story-Mission. Machen wir gerade nicht. Nebenmission wäre das hier. Alles eins, okay. Wir sehen eine Klave nach Captain Shard. Können wir machen. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das auch. Das würde ich auch noch gerne machen. Also, ob ich einfach die Mission ändern kann, wollte ich mich eigentlich verarschen. Dann breche ich die halt jetzt ab, wenn es irgendwie geht. Weil ich mach die hier gerade noch nicht. Hallo? Oder ganz kurz. Halt, stopp. Wie funktioniert das mit den Missionen? Schließen Optionen. Optionen. Was gibt's da? Was heißt Mission abbrechen? Ich hab Angst, dass irgendwas resettet wird. Fliegen da gerade mal hin. Scheiß drauf. Dann machen wir es halt. Wenn wir dazu gezwungen werden, quasi. Aber ich will nicht den Angriff auf die Zitadelle beginnen. Müssen wir uns anmerken, ja? Das geht ja schnell zum Pluton zu fliegen. Vorne sieht ganz schön krass aus. The Najara Citadel, commencing the subjugation doctrine. Yes. Seize and fortify the chamber gates to monitor and control all traffic access. All convert or die. Ja. Ich will das eigentlich auch gar nicht machen, Leute. Schon mal zu anmerken. I know you are. Then we'll move out. More will join us on the way. According to your intel, the Citadel is not finished yet. We've prepared an EMP-packed bait ship to take out their first line of defense. Nara, you'll exploit that gap and disable the defense pylons for good. Then our boarding teams will commence the full assault. Nara, you need to escort our bait ship there. It's on autopilot and identifies as a trading vessel. Moment. Nein. So. Die machen wir erstmal nicht. Ich möchte jetzt erstmal gerne das hier machen. Schon besser. Was? Sprungtor? Muss ich komplett zurückreisen oder wie dafür? Die Mission ist einfach was für nächste Folge, Leute. Oder übernächste. Am besten sogar. Ich würde halt eigentlich gerne erstmal andocken oder sowas. Lass mir hier gerade gar keine Mission bitte machen. Lass mal gerade zurückfliegen. Jetzt sind wir unnötig hierher geflogen, aber egal. Ich habe schon sowas, dass es direkt losgeht, aber ich wollte mal gucken. Aber ich will nicht jetzt schon angreifen, das ist ein bisschen arg früh. Wir können erst hier die Map, also die ganzen Nebenmissionen, die abschließend vorher tun. Wir müssen nicht allzu durchballern, ja. Das ist ein wunderbarer Sprung. Genau, hier ist das Ding.
I need my cargo. It's spilled everywhere. All broken. Damn cult traitors. The infiltration doctrine, targeting the militia. As expected. This is Nara. Captain, what happened? Cult ship. No. No, I'm here to help. You mentioned cult traitors. A prophet's ears, bastard. A spy? Where are they? They're all... It'll be okay. Were they alone? My cargo. It's all I have. I'll get your cargo, and then we talk, okay? All right. I'll wait here. Die ist... ja... hart geknickt. Gut. Mal zeig mal an, schnell. First cargo package retrieved. Ja, das passiert halt, ne? Da noch ein... Captain, I retrieved most of your cargo. Oh, thank you. It's... It's fine. What happened exactly? A spy. And then we took Asics in? Wait, Asics is the spy? No. All that blood. I... Just breathe. I'll get the rest of your cargo. If Rhee's informant, Asics is a double agent. I know. Eins noch, wo ist das? Wo ist das letzte Stückchen? Da, schau doch genau drauf, Idiot. All cargo retrieved. I hope the comms are down enough to talk. Here's your lost cargo. Thank you. Oh, thank... There, the heretics we tracked. No. Get them. So nicht. Still here. Heretic, you die now. Area secured. Excellent. Let's find out about Rhee's informant. You're safe from the cultists now. So close. Thank you. Please, take this. You don't owe us anything. I insist. Please. Thanks. Now, about this spy. Yes. Tonrak. We were all friends and fled from Najara together. Then we rescued Asics and... Tonrak... turned on us. We fought. Asics escaped. I killed Tonrak. I killed my friend. You're in good hands here. Nara out. So Asics did not betray us. Not yet. Schau mal. Okay, müssen wir jetzt noch irgendwie melden? Ich möchte mir den Schlüssel mal andocken. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Ich konnte auch vorhin, wo er stand, dass ich kurz hier andocken darf. So, jetzt müsste ja eigentlich immer noch gehen. Dachte ich jetzt. Ja, vielleicht habe ich halt auch die Möglichkeit jetzt vertan. Ich gucke kurz meine Mission, ob das irgendwo steht, zufälligerweise. Wir haben aktuell das hier. Ging aus, ergibt keinen Sinn. Das, die beiden Clans. Triff Krim, wo ist das eigentlich? Auch auf einer anderen Map halt, ne? Ja. Falsche Taste. Und wir haben noch Notruf. Und der ist wo? Auch auf der anderen Map quasi.
Schade, hätte ich gerne mal angedockt, Leute. Ich glaube, ein bisschen doof tatsächlich. Na gut, die Folge ist eh erstmal zu Ende. Schade, ich hätte echt hier gerne mal angedockt. Damit ärgere mich gerade ein bisschen. Gut, wäre maximal ein kleines Minigespräch gewesen wahrscheinlich. Und die Sachen anstellen können. Hier Rika schon landen, oder? Ich ist doof. Wie sieht er noch aus? Aha! Sehr gut. Jetzt müssen wir mein Schiff ein bisschen bearbeiten. Muss man erstmal wissen, wie man da reinkommt. Den Sound so leise. Naja. Gut. Machen wir es noch kurz. Ah, leider kein Gelaber, aber das ist nicht so schlimm. Hier haben wir nicht genug, da auch nicht. Hier ist nur eins, das ist ja nix. Ich gucke mal TP erhöhen mit 100. Hier mit 25. Und hier tun wir das Schild auch erhöhen. Hier Schild. Oder? Ach ne, wir können den Skin ändern. Oh lol, das ist nur das. Oh, das andere ist das obere immer das gleiche, okay. Und kann ich irgendwie das Schiff ein bisschen umschauen? Nee, ne? Okay, also wir können das Forsaken-Ding nehmen. Den wir jetzt haben. Oder wir nehmen den hier. Wir können uns kurz mal anschauen. Ich will auf jeden Fall den anderen behalten. Wir haben 10.000. Also eigentlich könnten wir mal hier uns auf 1.000 hochbegeben mit dem hier. Oder? Eigentlich, das nutze ich doch. Mal machen. Ey, 490. So. Ah, okay, mehr dürfen wir gar nicht aktuell auch. Hier weiß ich noch nicht, ob wir es machen sollten. Je nachdem wegen Geld. Ich sollte immer gucken wegen Waffen erstmal. Bevor das ganze Geld rausballer. Die ist schon auf Max, die würde ich erstmal nicht upgraden. Den Laser, da könnte man mal überlegen. Der ist ausgerüstet. Slow und. Das passt dann zum Schiff. Ich weiß gar nicht, ob ich den Skin überhaupt haben will tatsächlich, weil das halt auch recht cool ist. Das Ding ist halt im allen besser. Kommt auf jeden Fall. Passt halt nicht mehr zum Schiff, aber egal. Haben wir leider keine extra Skin für, schade. Raketen. Ich finde es schon cool, dass es dazu passt, ehrlich gesagt. What the fuck. Barrow Javelin. Der ist schlechter. 20 Schuss nur. Wie macht der hier? Ein 76, 19, 76. Macht er mehr Schaden, ne? Das Ding ist halt nur allem geiler eigentlich. Finde ich. Oder? Weil das Ding kann ja viel weniger schießen. Mit 7,8. Nachladergeschwindigkeit 1,8. Ach, was sagst du, wir kaufen uns einfach mal. So, habe ich es richtig verstanden? Genau, das ist eigentlich schon so viel schlechter, dass ich es nicht nehmen würde. Okay, Modifikationen. Das ist wieder so eine lange Folge, ne? Verdammte Scheiße. Finde ich halt auch cool, ne? Mal bekommen. Mehr Schaden. Oder einmal mehr springen. Schnell aufladen ist mir erstmal egal. Andere sind so Standard-Level 1, die würde ich auf keinen Fall nehmen, ehrlich gesagt. Ich glaube, man kann halt immer eins von den Dingern bekommen, halt besser oder schlechter, wie auch immer. Und das Beste wird einem immer angezeigt. Guck mal hier, Waffen. Alle Waffenursache gegen feindliche Schiffe und für 12% mehr Schaden ist auch viel geiler, als dass nur Gatlings 9% machen, zum Beispiel. Genau. Zum Beispiel jetzt hier. Was haben wir hier aktuell drin? Geschwindigkeit. Brauchen wir aktuell eigentlich nicht, dann würden wir das hier nehmen. So, plus 3 haben wir aktuell drin. Überhitzung. Ist auch nicht so wichtig eigentlich. Würde man mal drin lassen, tatsächlich. Ja, das ist ja halt recht cool, ne?
Ja, es ist der Schilder um 25% schneller, legt den Rumpf schneller frei. Alle Waffen sollen mehr Schaden machen. Was haben wir hier noch? Achso, genau. Nehmen wir den mal lieber rein. Das heißt, das Schiff mal aushalten, mal anschauen, bitte. Und dann den anderen Skin wir nehmen, weil wir eigentlich eher den anderen haben. Man wird ja kein Gegner, deswegen nehmen wir keinen würdigen Skin quasi, auch wenn er ein bisschen pink ist. Das ist mir egal. Ich würde gerne mal sehen, wie es aussieht. Also, mal rumfliegen. Und wir sehen es halt eh nur von hinten. Das ist doch gar kein so ein Riesenunterschied. Hat schon was. Wobei ich eigentlich das schwarz-rote cooler finde, ehrlich gesagt, als dieses Lila, ne? Vor allem passen die Waffen nicht so gut dazu. Würden jetzt alle Waffen so einen Skin haben, würde ich sagen, okay, maybe. Aber so, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Oh, das hat schon was. Ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was cooler ist. Wenn ihr einen Favorit habt, könnt ihr mal schreiben, aber ich würde erstmal bei dem bleiben. Wir könnten uns eins davon kaufen, das lohnt sich nicht. Wir brauchen zwei. Ich würde erstmal sparen, vielleicht finden wir auch zwei zum Beispiel. Okay, gut. Damit sind wir hiermit durch. Wunderbar. Ich finde das ein schwarzes Wort cooler. Ist mir meins. So, schießen die Waffen irgendwie anders da? Die gleichen. Laser. Die Raketen. Und Laser. Könnte sein, dass die ein bisschen anders schießen. I don't know. Okay, Leute. Ja, nächste Folge wird es maybe die Zitadelle. Ne, wobei ich würde erst gerne diese Clans machen hier noch. Wir machen erstmal die Neben. Ups, falsche Taste, Entschuldigung. Ja, Nebenmission. Die Clans, Cupra und Netta Clan. Netta Clan, wie auch immer. Nicht Netta, Netta sind die, glaube ich, nicht. Piraten. Das machen wir als nächstes. Und dann machen wir die Zitadelle. Vielleicht können wir besser auch unsere Schild immer abkühlen, wenn wir genug Geld bekommen. Oder sogar ausfinden. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge von Chorus.